Herzlich willkommen zu Alpha Forum. Die Produkte unseres heutigen Gastes, alles, was er so zu Papier bringt, die kennen Sie mit Sicherheit. Manche schütteln darüber den Kopf, andere fühlen sich vielleicht sogar verletzt. Und dann gibt es noch einige unter Ihnen, die sind ganz große Fans von unserem heutigen Gast. Fest steht, seine Cartoons und seine Comics lassen niemanden unberührt. Und ich zeige Ihnen mal eins, das einem älteren Buch, ich glaube aus den 80er Jahren. Da sehen Sie mal, was er so macht. Und dann werden Sie sich auch sofort an ihn erinnern. Unser heutiger Gast ist Manfred Deix. Schön, dass Sie da sind, Herr Deix. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Gibt es Themen, über die wir nicht sprechen sollten? Keine Tabuzonen bei mir. Alles gibt ist keine. Ja, ja. Gibt es eigentlich Bilder, Themen, die Sie nicht verarbeiten würden auf der Leinwand? Eigentlich nicht. Es gibt, also ich habe sowas wie eine Selbstzensur bei mir eingebaut. Und ich würde zum Beispiel, ich bemühe mich, über Behinderte keine Witze zu machen. Das tut man nicht. Wenn ich ein behindertes Kind hätte oder einen behinderten Verwandten, würde ich leiden darunter, wenn jemand über Behinderte scherzt. Also das sind Tabubrüche, die ich nicht begehe. Aber alles andere ist erlaubt. Also ich finde, da gibt es keine roten Stopptafeln. Man darf überall, man darf alles machen. Sie verletzen natürlich schon auch mit Ihren Bildern, Politiker, ja, die Kirche. Ja, also ich habe großen Spaß oder großes Vergnügen daran, die Machthaber anzuschwärzen oder denen eine aufzulegen, eins drüber zu braten. Das war ja auch viel legitim. Die haben die Macht, uns fertig zu machen. Und ich, kleiner Zeichner, Wicht, wehre mich mit den Mitteln des Pinsels und des Bleistifts, um denen eins drüber zu braten. Aber das sind, mein Gott, kleine Verletzungen für die und die tun ihnen nicht wirklich weh. Also ändern kann ich dadurch nichts. Ich habe ein paar Zitate herausgesucht, ja. Die lese ich mal ab jetzt hier. Aus der Zürcher Zeitschrift Magma. Abstoßend und ekelerregend und verdammt lustig. Ist Perfekt. Das zutreffend? Dem ist nichts hinzuzufügen. Der Spiegel. Boshafte, bornierte Bauernvisagen, die in den Deixschen Bildern ans Licht kämen, von dumpfen Provinztrotteln, mordlustigen Kindern und versoffenen Stammtischbrüdern. Auch eine Beschreibung? Auch eine Beschreibung, aber da fehlen noch dazu etliche andere Gruppen. Ja, na klar. Dauernd, eben arrogante Spiegelredakteure, all das gehört noch dazu. Und die nehme ich mir auch vor. Also alles, was ich habe die ganze Welt als Gegenschaft. Es gibt Leute, die stehen drüber, wenn sie von Ihnen ein bisschen böse dargestellt werden. Und andere, die fühlen sich verletzt. Der Standard schrieb, der prominenteste österreichische Feldforscher. Das ist okay. Das muss ich, ja. Das ist perfekt und elegant umschrieben. Ja, ist gut. Sie schreiben aber nicht nur und malen natürlich nicht nur über Österreicher, sondern auch über Deutsche. Gibt es im Hässlichkeitsgrad. Die Menschen sind ja nicht immer sehr schön, die sie malen. Übrigens, was mich wundert, ja. Sie haben ständig neue Gesichter. Das habe ich mir vorgenommen vor. Sie haben immer neues Personal, habe ich irgendwo gelesen. Ja, ich bin ein gebranntes Kind. Ich habe ein Leben lang ab meinem 13. Lebensjahr Interesse für Karikaturen gehabt. Als 12-Jähriger. Ich habe immer die Tageszeitungen durchgeblättert und habe einen Mangel der Zeichner erkannt. Ich habe immer als 12-Jähriger, ich habe nie vorgehabt, ein Zeichner zu werden. Ich war nur talentiert als Kind. Ja? Und mir ist damals immer aufgefallen, die Zeichner haben alle ein Problem. Die zeichnen immer ihre Standardfiguren. Das sind immer die Großnasigen mit den zwei Augen, mit diesem Klubschmund und Klubschaugen. Also waren immer diese Standardfiguren. Ich bin draufgekommen, also ich erkenne niemanden wieder. Die waren nicht imstand, die damaligen in den 60er Jahren, die Zeichner, ihren Figuren was Persönliches angedeihen zu lassen von der Zeichnung her. Die haben immer langweilige, man hat gewusst, der Loriot ist der mit diesen Klubsch, mit diesen Pfostennasen, mit diesem Mund, zwei Augen. Und es war irrsinnig langweilig, den Loriot Erich zu nehmen. Das ist ein Heiliger. Ein Vorbild für Sie auch. Ein großer Künstler, als Schauspieler ist er unerreichbar. Aber als Zeichner ist er Durchschnitt. Und ich habe mich immer geärgert, ich habe mir gedacht, ich möchte mehr sehen. Ich will ein bisschen mehr haben. Das, was ich dann eingebracht habe, ist wirklich meine innovative Kraft. Ich habe versucht, bei irgendwelchen Zeichnungen immer neue Figuren zu erfinden. Und es gibt selten Figuren, die einander gleichen. Und ich habe tausende Figuren erfunden im Laufe von über 30 Jahren. Haben Sie sich selber auch mal gemalt? Ja, ja, natürlich, ja. Jetzt auf dem Cover meines neuen Buches, das der absolute Bestseller ist und unglaubliche Zahlen erreicht hat. Bei Überreuter, wir haben einige Bilder, werden wir einblenden, ja, im Verlauf der Sendung. Aber auch das Cover hoffentlich, wo ich mich selber so hässlich dargestellt habe. Ich habe mich dargestellt
mit 140 Kilo etwa. Und ich wiege nur, ich wirklich Hälfte circa. Und Sie waren nicht beleidigt mit sich selber dann? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich vernichte mich selber. Ich bin ein Selbstbeschädiger. Also, da habe ich keine Probleme damit. Aber um das fertig zu machen. Also, mir ist aufgefallen, die anderen Zeichner haben immer eine Standardfigur, die nichtssagend ist. Und ich wollte, und mein Vorsatz war, bei jeder meiner Zeichnungen neue Figuren zu erfinden. Und darum gibt es ein Sammelsurium von tausenden Gesichtern, die ich alle frei erfunden habe. Darum gibt es eben dieses Phänomen, das im Laufe der Jahre entstanden ist, dass die Leute sagen, die nach Wien kommen. Wenn Deutsche nach Wien kommen, dann sagen sie, das ist eine Deichsfigur. Und das ist eine Deichsfigur. Also der Begriff Deichsfigur ist mittlerweile aufgenommen worden in das österreichische Wörterbuch. Und das ist sowas wie der Duden in Deutschland. Also die Deichsfigur ist ein stehender Begriff geworden. Jeder weiß, was damit gemeint ist. Die berühmtesten Leute im europäischen, also im deutschen Sprachraum sagen, eine Deichsfigur. Das habe ich initiiert. Ist gut so. Sie malen ja vor allem Österreicher, ja. Schon auch Deutsche, aber sind die Österreicher hässlicher als die Deutschen? Nicht um einen Grad hässlicher, nicht um einen Decker schöner. Also da ist schöner, nein, da gibt es keinen, das ist ein Brei, aus dem ich schöpfe. Mhm. Keiner ist schöner und hässlicher. Sehen Sie die Menschen so, wie Sie sie zeichnen? Oder müssen Sie sich da Gedanken machen, wie kann ich dem jetzt doch noch irgendwas Hässliches hinbappen? Ja, ich habe überhaupt nie vorgehabt, den Leuten was Hässliches anzudichten oder anzuhängen. Nie im Leben. Ich habe nicht vor, der zeichnende Satan zu sein. Das war nie meine Absicht. Ich habe immer nur wahrgenommen und ich bin ein hellwaches Bürschchen und ich habe immer nur geschaut und habe mich gewundert. Das ist alles. Ich bin ein staunender, mittlerweile in die Jahre gekommener Jüngling, der sich ständig wundert über das, was er sieht, hört und wahrnimmt. Und ich hab keine Probleme damit gehabt, die Leute einfach nur darzustellen, wie sie sind. Ich wehre mich gegen den Vorwurf, ich würde die Menschen hässlicher darstellen, als sie sind. Das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, ich mache die Menschen ein bisschen schöner, als sie sind. Ich verharmlose, ich bin sowas wie der Hundertwasser, der alles behübscht hat. Ich bin einer, der aus den hässlichen Menschen, die rundherum sind, ich gehöre auch zu den Schieren, also zu den Nichtschönen. Warum finden Sie sich nicht schön? Wie? Warum finden Sie sich nicht schön? Ich entspreche in keinem Detail auch nur annähernd dem Schönheitsideal. Ich bin nicht schlank, ich habe nicht diesen, wie heißt der Bauch? Ah. Sechs-Tage-Bauch? Nein, Waschbrettbauch. Waschbrettbauch, meinen Sie? Jetzt würde ich schon sagen, sechs Tage Waschbrettbauch. Hätten Sie den gerne? Blödsinn, was? Hätten Sie den gerne, den Waschbrettbauch? Ich brauche ihn nicht nur, wenn ich ihn hätte, ohne Training, dann, wenn ich ihn gratis bekäme, wäre das gut. Ne? Aber Fett absaugen oder so dafür, das wäre nicht... Habe ich mir schon überlegt, aber das ist lächerlich. Würden Sie dich machen? Nein, das ist ja schmerzhaft. Aber ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn es weniger wäre. Aber weniger essen? Weg. Es ist, ja, noch weniger, dann wäre... Tun Sie sich schwer, Diäten zu machen? Ich mache keine Diäten. Nein, das ist mir zu umständlich. Mhm. Also ich kann damit haushalten, ich kann mit meiner Unschönheit leben. Das ist okay. Verstehen Sie Menschen, die sagen, ich fühle mich vom Deichs verletzt? Wie er mich gemalt hat, das ist eine Unverschämtheit. Ich verstehe das total, ja, klar. Was sagen Sie denn? Ich würde mich nie entschuldigen dabei. Weil ich ja die Hässlichkeit nicht auf das Optische anlege, sondern ich hole die Hässlichkeit von innen her. Ich zeichne Leute nur dann, wie die porträtiert meinen hässlich, wenn ich von innen heraus, wenn ich ihre Eigenschaften ins Gesicht transponiere, dann werden sie hässlich. Nicht, weil sie optisch schier sind, also optisch für das Gesicht kann man wirklich nicht fühlen. Aber wenn die Eigenschaften des Menschen nicht gut sind, dann muss ich sie ihnen ins Gesicht hauen. Und dann können die sich beschweren und sagen, hallo, Sie haben mich hässlicher gemacht, als ich bin. Dann sage ich, Moment, Sie haben sich hässlich benommen. Also manche stehen drüber, haben wir vorhin schon gesagt. Ja. Franz Franitzky, der frühere österreichische Bundeskanzler. Der hat keinen Grund, sich über mich zu beschweren, den habe ich immer nett gemeint, weil er ein hochanständiger Mensch ist. Ja, der hat doch nie einen Anlass geboten, dass ich ihn vernichtet hätte oder angeschwärzt hätte. Ein ganzer hochanständiger, braver, biederer Sozialdemokrat, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen. Also was soll ich denn vernichten? Im Gegenteil, auf dessen Seite war ich. Ich habe den Kreisky nie vernichtet oder angebrunzt oder so. Das habe ich nie getan, weil der Kreisky in meinen Augen, für meine Begriffe, ein hochanständiger, höchst moralischer Politiker war. Und diese Leute haben bei mir grünes Licht. Also da entsteht der Eindruck, ich wäre mit denen würde ich quasi helfen oder ich wäre auf ihrer Seite. Bin ich auch und das kann ich nicht verhehlen. Und der Zungenkuss von Jörg Haider, dem Rechtspopulisten aus Österreich, mit dem SPÖ-Chef
Gusenbauer. Da hat mir gegraust, wie ich das gehört habe und mitgekriegt habe. Und das musste ich natürlich zeichnerisch darstellen. Mhm. Da habe ich meinem Unmut freien Lauf gelassen und habe das dargestellt. Das war notwendig. Ich meine, ansonsten hätte ich kotzen müssen. Und ich kotze auch zeichnerisch. Das ist ein legitimes Mittel, um drucklos zu werden. Wie viel Fanpost bekommen Sie? Mittlerweile. Oder kriegen Sie mehr Beschimpfungen? Das war früher Ärger. Und jetzt ist das ist so gut wie nichts in Wahrheit. Doch, ich meine, wöchentlich 2-3 Briefe oder so. Positiv und negativ. Aber früher war das extrem. Ich habe pro Woche, weiß ich nicht, Anrufe bekommen. Da hat es das Internet noch nicht gegeben und all diese modernen Techniken noch nicht. Also gab es schon Schmähungen und Beschimpfungen? Es hat damals handfeste Übergriffe gegeben. Ich habe damals, so in den späten 80er Jahren, sind mir die Autoreifen aufgestochen worden und das Fenster eingeschmissen worden mit Steinen. Das hat es gegeben, aber mittlerweile ist das alles sehr abgekühlt und die Reaktionen sind veräppt. Die Leute sind überreizt und es gibt nichts mehr, worauf die Leute besonders reagieren. Ist das gut oder schlecht? Ich halte das für ganz angenehm. Für mich. Für Sie persönlich, aber dass die Leute überreizt sind im Grunde? Nein, das hat natürlich wieder einen Nachteil, weil sie dadurch unsensibel und primitiv werden. In den Nachmittagstalkshows im deutschen Fernsehen sind vor zwei Jahren noch aufgetreten irgendwelche Sadomaso-Typen mit Dildos im Mund und so. Um 2 Uhr nachmittags, ja, bei Vera oder wie die alle heißen, Bärbel Schäfer und so. Vera, Sonja. Fürchterlich, also das war die Hölle in Wahrheit. Das sind nicht die Programme, die Sie sich anschauen. Die habe ich genossen, das brauche ich. Ja, ich muss am Laufenden sein. Material ich muss bekommen. Wissen, wie kaputt die Welt ist, in der ich lebe. Weil ich ja in einer sehr harmonisch abgeschotteten Welt lebe, ja, mit meinen vielen Katzen, mit meiner lieben Frau. Also ich lebe wirklich im edlen Bereich und sehe mir die böse Welt nur virtuell an oder verirre mich hin und wieder in die Stadt oder in die Sümpfe dieser Stadt. Aber ich brauche natürlich Informationen, um zu wissen, wie beschissen die Menschheit ist. Das kriegt man eh jeden Tag mit. Manfred Deix, Jahrgang 1949, geboren in St. Pölten. Mhm. Da sind Sie stolz drauf. Ich oder? Stolz? Nein. Nicht in St. Pölten geboren. Die Stadt ist stolz darauf, dass ich dort zufällig geboren bin. Ist das so inzwischen? Ja, natürlich. Gab es andere Zeiten? Ich bin überhaupt nicht stolz drauf. So. Man kann nicht darauf stolz sein, in Hollywood oder in Shanghai geboren zu werden oder in München. Oder schwarz oder weiß. Oder? Wo auch immer. Kein Grund für irgendeinen Stolz. Sind Sie stolz, Österreicher zu auch denn nicht? Nein, das ist für Sie vollkommen nebensächlich. Ich wäre nicht stolz darauf, Russe zu sein. Mhm. Ich wäre nicht stolz darauf, in Tel Aviv geboren zu werden. Ich wäre nicht stolz darauf, in Helsinki als Finne geboren, als Lappländer geboren. Also da sind Sie ein richtiger Weltbürger. Nein, also stolz ist man das. Kann man nur auf das sein, was man selber bewirkt hat. Nach einigen Jahren haben Ihre Eltern St. Pölten verlassen und sind nach Böheimkirchen gegangen. Ja, eine Marktgemeinde. In Wachau. Nein, nicht in Wachau. Niederösterreich? In den Ausläufern des Wienerwalds. Mhm. So eine angenehme, liebe, hügelige Gegend zwischen Wien und der Wachau, in etwa in der Gegend. Ja. Dort habe ich 10 prägende Lebensjahre mitgekriegt, so von meinem 9. bis zum 19. Lebensjahr. Die ersten Liebschaften, die ersten Grabschereien und die Sexualität, all das dort in diesem Dörfchen, in dieser 3000 Seelengemeinde. Ihre Eltern hatten ein Gasthaus gepachtet. Ja, genau. Zur blauen Weintraube. Zur blauen Weintraube. Und das war ein normales Gasthaus. Publikum waren Arbeiter, Bauern, also die Mischung querbeet. Und ich war der Schankbursche und hatte dort Erlebnisse, also, die mich bis heute prägen. Ich habe damals wirklich die Zeit gehabt, weil es das Lokal war, da waren 15 oder 20 Leute da, die haben Karten gespielt, getrunken, gegessen. Und ich war der Schankbursche und bin da so, da war so ein kleines Schankbuffet, da habe ich mich angelehnt und habe die Leute permanent beobachtet, weil es einfach nichts anderes zu sehen hat. Bin dort gesessen, habe mir das angeschaut und habe die einfach, ich bin zum Beobachter geworden dort, mit 12, 13 Jahren, weil es sehr unaufregend war, das Ganze. Und ich habe mir die Physiognomien eingeprägt, ich habe meine Ohren aufgesperrt und habe denen beim Reden zugehört. Ich bin sehr früh zum unfreiwilligen Zeugen der Zustände in dem Land geworden. Die Arbeiter haben mit den Bauern gestritten. Ich wurde Zeuge, Ohrenzeuge. Und habe die Leute so nebenbei karikiert. Auf einem kleinen Block, auf diesen kleinen Bierblocks, die es eben gegeben hat. Und das hat mich nachhaltig geprägt. Das ist sowas wie meine, das waren Vorlesungen für mich. Das war meine Universität. Das war mein. Haben Sie damals schon gewusst, dass Sie mal Cartoonist und Maler werden? Keine Ahnung. Ich war damals Gymnasiast. Hatte keine Ahnung, habe auch nie irgendwelche beruflichen Vorbilder gehabt. Ich war ahnungslos, ich habe nie nachgedacht,
was könnte ich einmal werden? Aber Sie haben mit elf Jahren haben Sie bereits Comicstrips in einer Kirchenzeitung veröffentlicht. Ich muss vorgreifen, ab meinem dritten Lebensjahr war ich zeichnerisch aktiv. Das hat mir meine Mutter erzählt, die wirklich authentische Zeugin ist. Die hat mir erzählt, Manfred, du hast als Kind jede Papiertüte, wo Brot eingepackt war, damals Nachkriegszeit, jedes Stück Papier habe ich bezeichnet, bekritzelt und so. Das hat sich gehalten. Und im Alter von 7 oder 8 Jahren in der Volksschule habe ich die ersten sexuellen Impulse erhalten, als Achtjähriger. Ein bisschen früh, mag sein, aber es hat mich fasziniert. Ja? Ich habe irgendwann einmal eine Nachbarin gesehen und ich habe den nackten Busen von der gesehen und ich habe gewusst, oh, das ist was, was mich sehr interessiert. Ja? Als Achtjähriger. Und das ist dann nicht in der Kirchenzeitung gekommen? Ne? Und das nicht. Ja. Aber das ist ein bisschen später passiert. Aber wie gesagt, ich muss das orten zu der Zeit, wie es war. Genau, und ich war 8 Jahre alt und das war 55er Jahr, 56er Jahr, circa. Und damals habe ich 6 Zeichnungen gemacht für meine Schulkollegen. Und ich habe die verkauft. So nackte Frauen mit ein bisschen Busen und so. Und unten einen Penis dazu, weil ich glaubt habe, Frauen haben das auch. Gut, das habe ich verhökert und ich habe mir pro Tag einen Kaugummi kaufen können. 50 Groschen hat der gekostet, also lächerlich. Gut, also damals war der Beginn meiner zeichnerischen Karriere, die sich vom Prinzipiellen her nicht mehr verändert hat. Ich habe damals begonnen und mache dasselbe heute. Wie gesagt, waren Sie ein guter Schüler? Gezwungenermaßen. Ich war in Deutsch irrsinnig gut. Ich habe mich nie bemüht um irgendwas. Es hat Fächer gegeben, vor denen mir gegraust hat. Mathematik, Physik, Chemie. Ah, also kein Naturwissenschaftler. Sprachen toll. Nein, null. Überhaupt nicht. Mathematik verheerend. Ich wollte nur turnen. Ich war athletisch gut benannt. Habe ich nicht gewollt, ich war subversiv unterwegs. Ich habe gesagt, ich will nicht turnen, wie komme ich dazu? Ich habe diese ganzen Übungen mit links beherrscht, ich war kräftig. Und ich habe diese ganzen Basketball-Matches gesprengt, indem ich Eigentore geschossen habe. Ich habe gesagt, bitte lass mich in Ruhe, ich will das nicht. Und der Lehrer, ich war 13, hat gesagt, Teix, raus, du hast schon wieder subversiv Eigentore geschossen, schlechte. Ich sage, danke, das will ich. Es war immer ein Subversiver, was die sportlichen Dinge anbetroffen hat. Ich war kräftig und gut, ich habe auch geboxt von einem, Boxtraining gemacht. Also ich war kein Weicher von dem her. Aber also für die Lehrer waren Sie nicht so ganz einfach? Nicht einfachste, aber nett. Und, nein, wo ich meine Stärken hatte, das war mein Naturgeschichtsheft, Biologieheft, habe ich voll gezeichnet mit Tieren. Ich habe die Hefte noch zu Hause, das sind penibel ausgemalte. Der Textanteil, also die handgeschriebenen Texte, die wir haben mussten, habe ich ausgeschmückt durch Zeichnungen. Ich habe alle Fische, Katzen, Biber, Elefanten, alles mit der Hand gemalt. Es war eine Fleißaufgabe, die wollte ich nicht. Ich hab einfach müssen. Ich bin von meinen Genen her ein extremer Tierfreak. Ja, und das habe ich immer gemacht. Also von dem her kein Durchschnittsschüler, aber meine Talente waren eindeutig, sprachlich und zeichnerisch, künstlerisch. Und ich habe alles andere abgelehnt. Wie? Mathematik machen, das sollten dann eher voll die anderen. Teufel, das waren meine Todfeinde. Mathematik habe ich immer gehaut. Ich war ein bisschen grob auch, ein aggressiver Schüler. Die Leute, die in Mathematik und Physik und Chemie gut waren, denen habe ich immer, denen bin ich aggressiv gekommen. Wäre ich ein Vater dieser Kinder gewesen, hätte ich gesagt, Dex, tu das nie wieder. Mhm. Ich war ein bisschen ein aggressiver Bursche, aber gut. 1965 sind Sie auf die höhere grafische Lehr- und Versuchsanstalt gegangen und dann habe ich gelesen, in Vorbereitung auch dieses Gespräches, in dem Material über Sie. 1968 schrieben Sie sich an der Akademie der Bildenden Künste ein. Ja. Und die mussten Sie dann auf Veranlassung der Professoren wieder verlassen. Warum? Das ist ein leichter Fehler in der historischen Abfolge. Ich bin aus der grafischen Lehr- und Versuchsanstalt hinausgeworfen worden, weil ich Christus verunziert habe in Zeichnen. Ich habe mich ein bisschen über Religion lustig gemacht und das war der Grund meines Hinauswurfs. Dann bin ich allerdings auf die Akademie, auf die Hochschule der Bildenden Kunst in Wien gegangen. Dort haben mich die Professoren reihenweise hinausgeschmissen, weil ich nie hier war, weil mir das Kaffeehaus wichtiger war. Ja, so ist das halt gekommen, dass ich in frühen Jahren mit 22 Jahren Freelancer geworden bin. Ich habe immer noch inskribiert auf diesen Kunsthochschulen. Also eingeschrieben gewesen? Ja, genau. Und wollte eigentlich nur eingeschrieben sein, um dem Bundesheer, dem Militär zu entweichen. Das war der Hauptgrund. Und das ist Ihnen erfolgreich gelungen? Das ist fast erfolgreich gelungen. Nur im Alter von 33 Jahren hat mich das Militär doch noch kassiert.
Und ich habe das verweigert. Ich habe gesagt, ich greife keine Waffe an, ich greife keinen Helm an, ich greife keine Schuss, nichts, keine Uniform. Und das wurde akzeptiert? Na, nach 4 Tagen Haft, ich bin im Zuchthaus gesessen, echt? Im normalen Zuchthaus, bin jeden Tag mit Mördern und Schwerverbrechern im Innenhof des Zuchthauses spazieren gegangen, eine Stunde lang, im Freigang, 9 Uhr Vormittag. Und die haben dann gemerkt, mit mir geht's nicht. Mit mir ist kein Staat zu machen, ich bin nicht einortbar, also mit mir gibt es Probleme. Das habe ich denen erklärt, ich habe gesagt, bitte nicht mit mir. Ich habe gesagt, na, Herr Deitz, wir schneiden Ihnen den Bart weg, die Haare kommen weg. Ich habe gesagt, nein, nie, Sie nicht. Und ich habe gewonnen. So war das halt. Ich war ein schwieriger Vogel von denen. Mhm. Sind Sie stur oder hartnäckig? Wahrscheinlich, ja, wenn es um meine Rechte geht, bin ich einfach unerbittlich. Oder lasse mir nichts gefallen oder ich mache toter Mann. Wie sind Ihre Eltern mit Ihnen Die haben sich nie ausgekannt mit mir. Die waren immer ratlos und haben immer das Schlimmste angenommen. Meine Eltern waren immer der Meinung, wenn sie irgendwas Schlechtes über mich gehört haben, dass ich schuld bin. Die haben mich nie unterstützt, von dem her. Die waren immer der Meinung, also sie waren immer misstrauisch. Das hat einen sehr simplen Grund. Meine Eltern sind sehr einfache Menschen und haben in den 60er Jahren gemerkt, aha, das ist einer ihrer Söhne. Ich habe zwei Brüder, wir sind zu dritt, 3 Kinder, 3 Söhne. Einer davon war immer renitent und hat sich die Haare ein bisschen länger wachsen lassen in den 60er Jahren. Beatles, Rolling Stones. Die 3 Zentimeter längeren Haare haben meinen Eltern riesen Probleme bereitet. Die haben gesagt, du wirst ein Verbrecher, du landest noch im Kriminal und diese Scheißgeschichten. Die haben gesagt, nein, ich bin anständig, ich bin hochtalentiert, lasst mich, ich tue nichts. Immer diese Aneckprobleme und das haben sehr viele in meiner Generation erlebt. Brauche ich Ihnen nichts erzählen. Ja, ja. Meine Eltern wollten auch, dass ich lieber kürzere Haare haben sollte. All das, ja. Meine Eltern haben mich von dem her nie ernst genommen. Die waren immer der Meinung, aus dem wird nichts, aus dem kann nichts werden, weil er aus der Art schlägt, weil er nicht das wird, was wir wollen. Meine Eltern wollten immer haben, dass ich ein Gastwirt werde, so wie Sie, oder ein Fleischhauer. Okay. Aber das oder ein Fliesenleger. Mein Vater hat gesagt, wirst du Fliesenleger, wirst du ein reicher Mann. Das hatte ich nicht in mir. Also das Fliesenlegertalent ist mir nicht angeboren. Tut mir leid, habe ich nicht gehabt. Jetzt sind Sie Cartoonist und Maler. Ja, meine Eltern haben das im Laufe der Jahre dann mitgekriegt, dass aus mir schon was geworden ist. Die haben mich in 1000 Talkshows gesehen im Fernsehen. Und ich habe gesagt, das ist doch ein tüchtiger Bub. Sie haben es sehr spät gemerkt. Aber Der Erfolg aber hat gesagt, alles wettgemacht. Naja, alles nicht. Die sind nach wie vor, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie seit Ewigkeiten nicht beim Friseur waren. Sie schneiden sich die Haare immer seit selber. Seit 67. Ja. Weil ich, das war die Zeit, in der man gegen Friseure waren das Letzte, waren der Abschaum. Friseure und Modeschöpfer, Sie wissen, 68er Generation. Das wollten wir nicht. Schund, Abschaum. Das Letzte vom Letzten. Mit diesem reaktionären Gesindel hat man nichts zu tun, war der Meinung. Und ich habe mir damals wirklich angewöhnt, meine Frisuren selbstständig zu korrigieren und mit der Schere so irgendwie herumzutun. Und ich habe es dabei belassen. Ich habe das Misstrauen gegen Friseure nicht abgelegt. Und ich finde es auch pervers, dass einem jemand die Optik korrigiert. Das habe ich selber zu tun. Das ist mein Gesicht. Wie kann ich da einen Fremden dran lassen? Das ist wirklich nicht seine Sache. Sind Sie trotzdem eitel? Wie? Sind Sie eitel? Das hat nichts mit eitel, das ist Notwehr. Ich möchte nicht besonders hässlich sein und um diese besondere, die naturgegebene, von meinen Eltern ererbte Hässlichkeit nicht noch zu steigern, versuche ich das irgendwie mit Schere und mit meinen eigenen Händen zu korrigieren. Okay. Sie sind also aufgewachsen in einem eher bürgerlichen Milieu von Ihren Eltern, kleinbürgerlichen Milieu, auch christlich erzogen, vermute ich mal. Selbstverständlich, ja. Klar. Sind Sie heute noch religiös? Überhaupt nicht. Nein, also meine Zeichnungen. Meine Hauptthemenfelder in der Karikatur, in der Satire sind, also von der Politik abgesehen, ist das Klerikale. Dagegen habe ich eine Menge. Aber ich kämpfe nicht mit Scham vor dem Mund gegen die Kirche, sondern ich amüsiere mich. Meine Heimatstadt St. Pölten ist zum ersten Mal, seit es diese Stadt gibt, die gibt es seit dem 13. Jahrhundert, war nie in den Medien, aber sie ist zum ersten Mal wirklich groß aufgefallen vor einem Jahr circa durch diesen Priesterseminar-Skandal. Weltweit. In Kalifornien hat man eingeschaltet, das Fernsehen, hat man das St. Pölten gehört. Meine Heimatstadt wird plötzlich populär und bekannt.
Und dieses Themas habe ich mich natürlich mit großer Begeisterung angenommen. Das war natürlich St. Pölten auch dann in Ihrem neuesten Buch. Findet dort statt. Das über heute erschienen ist. Ja, ja, ja. Gibt's eine nicht so lange her. Da ist das natürlich selbstverständlich. War ein großes und wichtiges Thema in St. Pölten. Unbedingt, ja. Klar. Da haben Sie sich richtig ausleben können. Back to the roots. Ich konnte meiner Stadt eins auswischen in Wahrheit. Die Stadt, die mich nie gut behandelt hat. Aber jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, die Stadt liebt Sie irgendwo inzwischen, oder? Naja, die auf sehr holpernde Art und Weise. Das ist eine Stadt, die sich jetzt bemüht. Und mein Gott, das ist alles überhaupt kein Thema. Eine Kleinstadt, die jetzt entdeckt hat, dass einer ihrer Söhne ein bisschen bekannt geworden ist. Aber das sind mickrige Geschichten. Das ist nicht der Rede wert. Ein Zitat von Ihnen. Die Welt ist viel böser als ich. Ich bin geradezu ein Heiliger. Verglichen mit der Welt, ja. Verglichen mit der Welt, die uns umgibt, ja. Warum ein Heiliger? Weil ich nichts tue, was böse ist. Ich mache nichts Böses. Ich behandle die Menschen wahnsinnig nett. Ich bin ein liebenswürdiger Nett, das haben Sie jetzt gemerkt. Absolut. Ja, der letzten, wie lange sind wir benannt? Also, halbe Stunde. Halbe Stunde. Haben Sie irgendwas Böses an mir gemerkt? Überhaupt nicht. Böse zu Ihnen, habe ich Sie. Nein, überhaupt nicht. Ein ganz charmanter, netter Plauderer, der auch nichts Böses im Schilde führt. Ich habe keinen Grund, böse zu sein. Ich stelle mir eine Welt vor, die, schauen Sie, ich bin seit meinem 14. Jahr, das muss ich jetzt einbringen, weil es die Situation erfordert, man kann Menschen auch aufgrund ihres musikalischen Geschmacks einordnen. Ja? Wenn jemand auf Hardrock oder Trash-Rock und Gruft-Rock und diese Scheißsachen steht, dann weiß ich ungefähr, wo er einzuordnen ist. Ich bin ein Fan seit meinem 14. Lebensjahr, ein Fan der Musik der Beach Boys. Ja, das. Ja, das ist eine irrsinnig harmonische. Haben Sie auch mal kennengelernt, ne? Ja, natürlich. Wie war das? Naja, das war also, Sie waren als Jugendlicher schon ein Fan der Beach Boys? Ab 14. Als ich 14 war, bin ich quasi musikalisch geschwängert worden von denen. Entjungfert worden bin ich im Alter von 9 oder 10 Jahren von der Musik des Chuck Berry. Mhm. Rock'n'Roll, Beethoven und so weiter. Ja. Und dann Little Richard, diese harten, schwarzen Rock'n'Roller aus Amerika. Und dann der Elvis ist dazugekommen, klarerweise. Und dann sind die Beatles gekommen. Und im selben Zeitraum die Beach Boys und die Stones natürlich. Ja. Diese Einheit von Musik hat mich geprägt. Und dann habe ich das, und die Beach Boys habe ich am meisten getroffen. Stones auch und die Beatles auch. Aber die Beach Boys haben mir mehr gegeben, weil vom Gesang her. Das war Ihr Sound? Na, die Musik, der Sound und die Stimmen waren so gut. Die 5 Leute haben einen Gesang gehabt, der umwerfend war und das mit gutem Rock'n'Roll unterlegt. Und dann 1984 durfte ich die per Zufall kennenlernen, in Hollywood, im Konzert. Und die waren vorbereitet, die haben die Informationen gekriegt, da ist ein Europäer, der ist ein bisschen, der ist drüber, der ist schwersüchtig. Und die haben mich alle begrüßt, Backstage im Beverly Hills Hotel. Hi Manfred, how do you do? Ich war fertig. Ich war ins Herz getroffen. Glückstränen sind mir da runtergelaufen. Es war halt so, ne? So wie ein Teenager. Ne? Wenn heute jemand Robbie Williams sieht, eine 14-Jährige, sagt, Robbie. So ist es mir damals gegangen. Ich habe mich nur im Zaum gehabt und ich bin innerlich verfallen. Vor Glück. Und es ist mir gut gegangen. Aber wie gesagt, mittlerweile haben wir uns öfter getroffen, bei Konzerten und so. Ich habe nicht den Ehrgeiz, mit den Beach Boys da engen Kontakt zu haben. Das ist ja lächerlich. Die sind weltweit unterwegs und machen ihren Job. Aber diese paar Mal, die es bei Kontakte gibt, und ich habe sogar mit denen 3 Lieder auf der Bühne singen dürfen. Na. Vor 150.000 Leuten, tatsächlich in Wien, Donauinselfest. Und da haben Sie den Ton getroffen? Na natürlich, bitte, Mann. Hunderte, tausende Male ihre Lieder gesungen. Keine Nervosität. Aber so viele Menschen. Nicht ein Deckergramm. Aber überhaupt nicht. Nein. Also die Beach Boys, das war Ihre Band. Ja. Was haben Sie so im künstlerischen Bereich für Vorbilder gehabt? In der Malerei oder was? Malerei. Eigentlich gar keine, weil mich das nie interessiert hat. Ich mich nur für meine eigenen Bilder interessiert. So im Kollegenkreis, wen finden Sie da gut? Naja, ich bin natürlich ab 65 mit wirklich tollen Freunden zusammengekommen durch die Inskription an einer Kunstschule. Der Gottfried Hellwein, den man ja kennt. Wir beide haben einander beeinflusst und mit dem habe ich eine gute Freundschaft aufrecht. Und er ist nicht ein Vorbild, aber einfach durch die Freundschaft besteht Bereicherung, gegenseitige Bereicherung. Aber eigentlich künstlerische Vorbilder, Wilhelm Busch, würde ich sagen, nach wie vor. Beeinflusst bin ich irrsinnig stark geworden durch die Frankfurter Schule, also durch die Leute
Pächter, Gernhardt, ne? Traxler und so weiter. Diese Leute. Das waren meine künstlerischen Väter in Wahrheit. Denen verdanke ich eine Menge. Also durch die bin ich auf den Mut gekommen, Bildergeschichten zu machen, so wie man meine Bilder eben kennt oder das, was die Leute noch nicht kennen und höchste Zeit ist, dass sie es jetzt einmal kennenlernen. Diese Lehrerschaft hatte ich und sind durch die Bank Deutsche. Große Genies. Wie läuft denn jetzt die Konjunktur bei Ihnen? Sind Ihre Bilder sehr gefragt? Ab und zu sieht man welche im Stern, im Spiegel, in vielen großen Blättern. In der Zeit ist was. Ja, Zeit schon, nein, ist aber nein, es gibt ein Problem. Ne? Ich war in Deutschland einige Zeit ganz gut im Geschäft oder man hat mich dort ernst genommen, aber mittlerweile ich bin denen zu. Ich habe zuletzt gezeichnet für die Zeitschrift Max. Sagt Ihnen das was? Ja, klar. So ein schnickes Magazin. Ja, ja. Und der Artdirektor dort war, glaube ich, 33 Jahre alt. Dem habe ich die Bilder durchgejagt per Internet und so. Und der hat gesagt, Herr Reichs, ich verstehe den Inhalt nicht. Ich verstehe das nicht. Können Sie mir das erklären? Habe ich gesagt, wie bitte, Sie verstehen nicht, was ich Ihnen da gemalt habe? Ein einfacher Schmäh, ein einfacher Gag, ein Bild zu einem Thema. Ich verstehe aber nicht, was Sie damit gemeint haben. Und dann habe ich gesagt, nach eineinhalb Jahren habe ich gesagt, Kinder, vergessen wir es, lassen wir es bleiben. Außerdem bin ich denen zu teuer. Meine Honorare sind nicht deutschgemäß. Die deutschen Zeichner verlangen die Hälfte. Obwohl ihr inzwischen auch einen Euro habt in Österreich. Ja, natürlich, aber meine Preise sind höher. Mhm. Ich bin Hochpreis und die Deutschen sind Mittelpreise gewohnt. Gut, da gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede. Ja, aber merkwürdigerweise bin ich der Teuerste. Und dabei darf man einen Künstler eigentlich nie fragen, was hat er damit gemeint. Ne? Dann mir doch wurscht, nein, also das geht mir auch zu weit, was soll das? Meine Qualität ist gut und die kostet was. Und wenn, wer managt bin ich die? Gewillt? Gar nicht, ich mich selber. Meine Frau kümmert sich um die Abwicklung. Na, das ist mir alles wurscht. Also wenn die Deutschen nicht wollen, sollen sie mich vergessen. Auch egal. Ich lebe ziemlich aber gut, in Deutschland kennt man Sie natürlich auch. Gar nicht, überhaupt nicht. Wer kennt mich? Sie. Sie haben schon einen, also ich will Ihnen jetzt hier nicht schmeicheln. Naja. Aber als ich heute unter meinen Kollegen gesagt habe, Deichs kommt. Ja, Medienleute kennen mich. Naja, ja, Medien aber, schon auch andere. Es hat Zeiten gegeben, da bin ich im Frankfurter Flughafen angekommen und haben die Flughafenbeamten, die gesagt hat, Hände hoch, abgetastet, haben gesagt, na, wie geht's den Katzen? Sag ich, danke, gut. Ich habe immer 80 Katzen gehabt. Also das war eine Zeit vor 7, 8 Jahren, da bin ich einigermaßen bekannt. Mittlerweile ist es veräppt, weil ich eben in keiner Zeitung mehr aufscheine. Auch egal, macht ja nichts. Jetzt haben wir eh schon die Katzen ins Spiel gebracht. Ja. Sie sind mit Ihrer Frau, die ist mitgekommen hier, sitzt in der Maske draußen, schaut zu. Mhm. Wer kümmert sich um die Katzen jetzt? Wie viele haben Sie zurzeit aktuell? Ich habe 51. 51 Katzen? Ja, aber ich schäme mich für diese geringe Zahl. Ich war immer über 80. Bis vor 2,5 Jahren hatte ich immer über 80 Katzen. Und in einem Jahr hat mir eine fremde Katze eine Seuche ins Haus gebracht. Sind innerhalb eines Jahres genau 35 Katzen gestorben. Und seither bin ich fast ein kinderloser Vater, weil ich nur 51 habe. Und man ist 80 gewöhnt. Relativ schnell dann. Ja, schon, ja, klar. Also ich habe nicht die Angst, dass ich jetzt ohne Kinder dastehe. Was lieben Sie so sehr an Katzen? Alles. Ihre Art, ihr Charme, ihre Bewegungen, ihr Charakter, ihre Liebesfähigkeit. Es gibt kein Lebewesen auf der Welt, inklusive Menschen, die mit ihren Mitteln Liebe darstellen können und Zuneigung darstellen können. Es gibt keine Frau, die schnurrt. Es gibt keine Frau, die einen ableckt aus Freude. Vielleicht kennen Sie welche nicht. Ja? Oder die das so macht. Ja? Katzen, wenn sie sich wohlfühlen, fangen die so an und machen das. Das machen sie normalerweise die Babys bei der Mama, wenn sie die Brust drücken, um da Milch herauszukriegen. Die Katzen machen das noch, wenn sie 12 Jahre alt sind. Machen sie so bei mir im Gesicht. Also es sind Liebesbeweise, die kein anderes Lebewesen imstande ist zu liefern. Aber den meisten Katzenfans, Anhängern und Freunden genügt es, eine Katze, zwei, vielleicht auch drei zu haben. Ja, das sind menschliche Anfänge, das sind eben trübe Tassen oder unterkühlte Temperamente. Wenn ich auf was stehe, brauche ich viel davon. Was haben Katzen, was Menschen nicht haben? Alles. Menschen haben nichts, was Katzen haben. Das ist die Frage umdrehen. Mhm. Katzen haben alles, was Menschen nicht haben. Charme, Temperament, lieben sie Schönheit. Ein Katzengesicht ist einfach uneinholbar. Es gibt keinen Menschen, der mit der Schönheit eines Katzengesichts mithalten könnte. Also Sie wissen, wie eine junge Katze ausschaut, die 3 Monate alt ist. Wenn sie dieses Alter hat, wenn sie zu hüpfen beginnt und mit den anderen catcht oder rauft, wenn sie sich so herstellt, den Schweif auflegt. Es gibt nichts. Ein Baby, so wunderbar Menschen auch sein können, Babys sind zuckersüß, aber den Reiz, den eine junge Katze hat, stinkt ein Menschenbaby ab dagegen. Ist leider
im Hintertreffen. Tut mir leid. Es gibt ja viele Katzenfans, die mögen Hunde nicht so sehr. Wie ist das bei Ihnen? Ich habe auch Hunde. Sie haben auch Hunde? Bitte. Man sagt, wie Hund und Katze. Seit 12 Jahren, das ist absoluter Blödsinn. Das ist Erziehungssache. Wenn Menschen die Hunde schlecht erziehen, dann sind die Hunde scharf. Meine Hunde harmonieren mit den Katzen dermaßen, dass man den Eindruck hat, da ist was schiefgelaufen. Meine Hunde, eine Labrador-Hündin, schwarz, dick und groß, so oft eine Katze Babys kriegt, legt sich diese Hündin hin und bietet den Katzenbabys die Brust an, weil sie als ihre Babys annehmen möchte und weglocken möchte von der Mutter. Die liegen eng umschlungen benannt. Meine Katzen, meine Hunde sind ein verschworenes Team von Liebenden. Also das ist eine Liebesgemeinschaft, dass man sich anscheißt. Man glaubt es nicht. Hunde kann man erziehen, Katzen nicht so, oder? Ach, Katzen. Ich habe es nie vorgehabt. Ich habe meine Hunde nie erzogen. Meine Hunde sind Anarchisten. Dürfen alles. Meine Katzen, detto. Die Erziehung ist bei mir nicht angesagt. Die sind Anarchisten. Sind Sie auch manchmal ein bisschen Anarchist? Ich bin einer, ohne es je gewusst zu haben. Ich habe nie vorgehabt, anarchistisch zu leben, aber das ist einfach ein Prinzip von mir. Ich habe es erst nachher intellektuell gemerkt, hoppla, was ich mache, ist purer Anarchismus. Vor einigen Jahren hatten Sie die Idee, ein Karikaturenmuseum zu errichten. Ich glaube, Ende der 14 Jahren etwa war es. Ende der 90er Jahre. Ende der 90er Jahre. Ja, genau. Und das haben Sie inzwischen auch gebaut. Ich habe es nicht gebaut, ich habe die Idee über Gustav Peichel war der Architekt. Ja, genau. Hieronymus, auch ein bekannter Karikaturist. Ja. Aber Sie hatten die Idee und er hat es dann umgesetzt und realisiert. Meine Idee war, ich bin mit der Idee geschwängert worden, weil es das Wilhelm Busch Museum gibt. Dort war ich einige Male, ich habe dort eine gute Ausstellung gehabt. Und habe gedacht, um Gottes Willen, warum gibt es sowas nicht in Österreich oder im deutschsprachigen Raum nur diese eine tolle Adresse? Deswegen meine Idee, sowas auch einmal in Österreich zu machen. Oder ich habe volle Schubladen gehabt mit vielen Bildern und ich weiß, es gibt in Österreich sehr gute Zeichner. Warum macht man das nicht dort? Warum gibt es niemanden, der die Idee hat, sowas aus dem Boden zu stampfen? Und da gibt es sowas wie der Ministerpräsident in Deutschland, also in den Bundesländern, gibt es einen Landeshauptmann, dem habe ich das erzählt. Und der hat gesagt, die Idee gefällt dem. Ich habe dem auch gesagt, hallo, Zeichner sind in der Regel links oder systemkritisch oder kirchenfeindlich. Ich habe gesagt, okay, und der ist ein Konservativer, gehört sowas wie der CDU, also der ÖVP an in dem Fall. Dem habe ich das erzählt. Der hat gesagt, ja, ist okay, was immer das ist, die Idee gefällt dem. 11 Monate später hat der aus seinem Parkplatz, einem hässlichen Gelände, ein Gebäude in die Höhe ziehen lassen. Und das hat der Peichel, Architekt Peichel, der auch in Bonn die Kunsthalle gemacht hat, namhafter Architekt, das in die Höhe gezogen. Und jetzt gibt es das seit 2001 und das hat wirklich sensationelle Zahlen. Pro Monat über 100.000 Besucher und das ist klasse. Pro Monat über 100.000? Im Jahr über 100.000? Im Jahr, bitte verzeihen. Also knapp 10.000 im Monat, das ist eine Menge. Das ist für eine kleine Stadt mit 30.000 Einwohnern eine wirkliche Menge. Das ist beeindruckend. Und wie sind die Besucher? Sind die ähnlich wie die Künstler, die dort ausstellen? Wie? Die Besucher, sind die ähnlich wie die Künstler, die dort ausstellen? Nein, Sie haben gesagt, Künstler sind eher links, eher anarchistisch, ein bisschen veranlagt und so weiter. Also Satirekünstler sind in der Regel ein bisschen links von der Mitte. Das ist so, anders kann es ja nicht sein. Und das Publikum, das dorthin kommt, ist ganz anders geartet. Ich habe das erlebt. Ich bin zufällig in dieses Gebäude hineingegangen. Auf einmal höre ich, hallo, da ist der Dax. Kommt ein riesen Reiseautobus aus Oberösterreich. Ja? Aus Linz kommt einer mit durchschnittlichen lebenswürdigen, netten Hausfrauen mit ihren dicken Männern. Und die haben mich erkannt und die sind mir nachgelaufen. 50 Stück, ja, lustige Leute, die sagen, hey Dax, gib's mir Autogramm, warte mal, Foto für die Gattin und so weiter. Ja, und das ist ein total gemischtes Publikum. Spezialpublikum, Hausfrauen mit ihren Männern. Die Polizei schickt tonnenweise Leute dorthin, Autobusse aus Tirol kommen dorthin, also aus ganz Österreich oder auch aus Deutschland, die ganzen. Man soll das nicht unterschätzen, diese ganzen Fahrradgrünen Touristen, ja? Alle diese Studienräte, Alt-68er mit den großen Rauschebärten, mit John Lennon-Brillen, die kommen nach Krems und die radeln nach Krems und machen Station dort, klar. Und das ist eine gute Adresse geworden. Und wie gesagt, pro Jahr über 100.000 Leute, das ist für eine kleine Stadt in dieser wunderschönen Gegend ein Hammer. Mit Ihren Bildern sind Sie aber auch in anderen Städten immer wieder zu Gast. Ich war jetzt in Frankfurt, habe ich ausgestellt, warte mal, wann war das? Im vergangenen August und habe gute Zahlen erreicht im Frankfurter Stadtmuseum, im Römer. Ja, war gut besucht und war klasse und ich habe die Elite der deutschen Zeichner dort gehabt.
Ludwig Poth ist damals gerade gestorben. Wächter war dort, Gernhardt war dort, Draxler war dort. Die ganze Elite. Peter Knorr war dort. Also wirklich alle, die Rang und Namen haben. Jetzt sind die 45 Minuten fast schon um. Die haben wir schon hinter uns. Wahnsinn, gell? Lieber Gott, ja. Und Sie haben gesagt, Sie müssen unbedingt zwischendurch eine Zigarette rauchen. Und Sie haben es geschafft ohne Zigarette. Das Herzlichen hat, Glückwunsch. Das hat mit Ihrer Qualität zu tun. Sie haben mich in Ihren Bann geschlagen. Sie schmeicheln mir. Ja, es ist so. Ich habe nicht einmal eine Zigarette gedacht. Wunderbar. Das hat mit Ihnen zu tun. Ich bedanke mich für den Besuch hier bei Alpha Forum. Ich bedanke mich für das nette Gespräch. Gast war Manfred Deixler, ja. Maler, Cartoonist. Deixler haben Sie gesagt? Was habe ich gesagt? Manfred Deixler. Um Gottes Willen. Noch einmal wiederholen. Wir machen jetzt. Manfred Deixler. Wie komme ich auf Deixler? Deixler, weiß ich nicht. Irgendeine falsche Assoziation. Deixler. Na, ist so klar. Manfred Deixler war unser Gast, Maler. Und da lacht er und amüsiert sich. Ganz zum Schluss passiert ein so dummer Fehler. Aber damit leben okay. Wir auch. Wunderbar. Ja, da stehen wir durch. Ja. Dann danke, dass Sie hier waren. Okay. Manfred Deixler, Maler und Cartoonist. Vielen Dank.